Guten Morgen. Nee. Ja, also wie ihr seht, ich bin schwach geworden. Ich habe mich da zwar jetzt wirklich nur so ein bisschen reingelegt und das Ding die ganze Zeit offen gelassen. Sonst ist er dann wieder zu warm. Der Sack. Aber es ist jetzt eben daran gescheitert, im Laufe der Nacht, dass diese blöde Aluhülle zwar warm genug gewesen ist, dank dieser Heizdinger. Ich habe noch eins am Rücken kleben, das ist so ein aufklebbares. Das kann man sich direkt auf die Klamotten kleben und das hilft schon wirklich richtig. Besonders gerade am Rücken ist, glaube ich, eine gute Stelle. Da verteilt sich die Wärme dann ganz gut über den ganzen Körper. Also schon hilfreich. Wäre also ganz gut gegangen. Aber, also eben dieser Alusack da, dieser Rettungsdeckenmaterialsack, das ist wirklich nichts für mich. Dafür bin ich dann doch ein. Oh, habt ihr gehört? Das war's Reh. Jedenfalls nochmal Reh. Cool. Gibt's das endlich mal zu hören in meinen meiner Videos? Ja. Jedenfalls. Problem. Kondenswasserbildung. Also gerade in diesem blöden Sack, der hat dann halt doch eine schlechte Belüftung. Das ist echt besser, wenn man sich in eine stinknormale Standardrettungsdecke einwickelt. Dann nehme ich diesen mal einfach zwei von mit. Eine so als Dach. Hängt übrigens noch wunderbar. Das hätte ich gut gehalten. Und eine als ja, Decke. Das ist wirklich, glaube ich, echt besser, weil so ein scheiß Kondenswasser hatte ich, wenn ich mit mir Rettungsdecke übernachtet habe oder zumindest mal eine längere Zeit unter einer Rettungsdecke gelegen bin. Das habe ich schon gemacht. Also das wäre jetzt nicht Premiere. Hatte ich da nicht. Also in diesem ollen Sack da, diesem Notschlafsack. Deswegen wurde mir das dann halt irgendwann einfach schlicht und ergreifend zu feucht. Weil wenn man nass wird, dann wird man halt dann doch irgendwann auch nochmal, kühlt man weiter aus. Und das ist auf jeden Fall. Ja. Mir irgendwann so blöd gewesen. Es ist jetzt 5:15. Ich habe recht gut geschlafen, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch vergleichsweise müde. Wenn ich die Nacht mehr oder weniger so überlebe und wenig schlafe, beziehungsweise sehr schlecht schlafe, dann bin ich eigentlich immer recht wenig müde am nächsten Morgen, weil ich zu sehr unter Stress gestanden bin, die Nacht, um richtig zu pennen. Und dementsprechend bin ich dann froh, wenn es hell wird und ich aufstehen kann. Aber habe jetzt wirklich gut geschlafen. Natürlich hat jetzt der Schlafsack auch noch ein wenig geholfen beim guten Schlafen. Oh, will jetzt nicht wissen, wie es meinem Rücken geht. Abgesehen davon, dass der schön warm ist, eben durch dieses Heizteil da. Ja, es war eine lustige Nacht und hat mir Spaß gemacht. Also ich kann schon sagen, das war auf jeden Fall eine lustige Tour, will ich es nicht nennen. Lustiges Survival-Training. Ja, das ist es ja letztendlich gewesen. So. Oh je. Ja, ich versuche mal aufzustehen. Also ihr seht, dass hier ist jetzt quasi hier die Biwaksackhülle. Das ist das gleiche Material wie der Bundeswehrponcho. Und da drin ist jetzt der reguläre Schlafsack. Das ist wunderbar ineinander verpackbar, ist ja auch füreinander gemacht. Und das hat einen Frontreißverschluss. Das finde ich halt super toll an diesem Schlafsack. Das wird auch in Zukunft mein Standard-Waldschlafsack sein. Erstens, weil er mich nichts gekostet hat. Und dann kann er auch notfalls mal ein wenig leiden. Man darf ihn auch mal ein bisschen nass verpacken, so wie ich es jetzt zum Beispiel mache. Also was heißt nass? Also eben im benützten Zustand. Und ich werde ihn dann daheim nochmal schnell zum Trocknen aufhängen. Aber mit dem Frontreißverschluss ist halt gut, man braucht sich bloß aufrichten. Und dann, der ist recht leichtgängig. Und wenn jetzt wirklich was Schlimmes wäre, wo es was Dringendes Aufstehen erforderlich machen würde im Laufe der Nacht, dann ist man da halt eben schnell draußen. Auch aus der Schlafsack-Biwaksack-Kombination kommt man vergleichsweise schnell raus. Wenn ich noch lange in dieser Position rede, dann kriege ich Nackenschmerzen. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir stehen auf. Ah, und das ist noch so ein Heizteil. Also die sind wirklich, das ist ein Handwärmer. Sollen ja 12 Stunden heizen.
Der ist jetzt nicht mehr ganz so heiß wie irgendwie im Laufe der Nacht, aber hat die Nacht durch hat das auf jeden Fall gehalten. Also für weiß es nicht. Gut, so viele Stunden waren das jetzt nicht, aber für 6, 7, 8 Stunden geben die auf jeden Fall etwas Wärme ab. Tada! Okay, geht eigentlich noch mit dem Rücken. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt, aber ich bin auch viel auf der Seite gelegen. Jetzt muss ich erstmal Dinge tun, die man morgens so tut. Jetzt gehe ich einmal schnell nach dem rauschenden Wasser gucken, was ich die ganze Nacht über gehört habe. Was ja überhaupt nicht schlimm ist, ich habe das gern, finde das sehr entspannt. So im Bach plätschern bzw. rauschen im Hintergrund. War jetzt nicht ausschlaggebend für die Wahl des Lagerplatzes. Boah, also nach so einer Nacht im Wald, da musst du erstmal in die Gänge kommen beim Laufen. Also echt die ersten Schritte. So. Ah ja, da. Wow. Das ist ja ein richtig großes Bächlein. Richtig schön. Ich zeig's euch gleich. Ah. Wow. Ja, das ist auch wegen dem vielen Regen. Kann mir nicht vorstellen, dass das Teil sonst zu viel Wasser führt. Naja. Seht ihr? Ist doch sehr idyllisch. Da wird es dann richtig breit sogar. So, hätte ich eigentlich gar nicht noch mal Wasser holen müssen, bevor ich hier hinmarschiert bin. Was man hat, das hat man. Zurück zum Lager. Ja, also mit Stealth Camping hat so ein Rettungsdecken Lager echt nichts zu tun. Ne. So, und dann baue ich mal ab. Abbauen besteht im Wesentlichen aus Schnur aufrollen. Das wird wohl am meisten Zeit in Anspruch nehmen. Ja, den Schlafsack hat man schnell zusammengebaut. Und ich halte jetzt die Klappe. Thank you.
So, und damit trete ich den Heimweg an. Also zumindest sofort, wenn ich aufgehört habe zu klappern. Hab jetzt zugegebenerweise die Rettungsdeckenmaterialien in den Rucksack gestopft, weil die kriegt man halt vorm ersten Gebrauch noch gut in der Hosentasche transportiert, danach dann nicht mehr. Und Kamera kommt jetzt auch wieder ins Steppenzepter und dann laufe ich los. Ah, diese Lichtstimmung am Morgen. Wenn man echt früher unterwegs ist, als man für gewöhnlich unterwegs ist, ist immer was Besonderes. Das gefällt mir auch immer sehr. Da hinten links im Wald ist mein Lager gewesen. So, ich habe in Kürze meinen Evac-Punkt erreicht und dann werde ich mich mal selbst evakuieren und damit habe ich den Survival-Fall offensichtlich überlebt. Aber wie eingangs vielleicht, das kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern, ich hoffe aber, eingangs erwähnt zu haben, dass ja das Ganze hier als Survival eigentlich keinen großen Sinn macht, weil man sich theoretisch auch bis zum nächsten Morgen einfach nur irgendwo in den Wald zu setzen braucht. Dann friert man zwar und hat es nicht gerade gemütlich und schlafen tut man auch nicht viel, aber passieren kann einem ja im Prinzip nichts. Und das wollte ich jetzt nochmal betont haben. Da sind wieder die Kühe. Hallo. Hm? Kuh. Und da hinten ist auch der Rest. Ich mag Kühe. Hm. Man könnte sich mal unter die Kuh hängen, so zum Frühstück. Ich hätte auch noch Energy 5, dass man theoretisch dann noch dazu mampfen könnte, dann hätte man Energy 5 mit Milch. Gell? Die Kuhs. Aber keine von denen scheint Milch zu haben, die haben alle nichts nennenswertes Eutermäßiges zwischen den Beinen. Aha. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch gerade gesehen habt. Sah so aus, als handelt es sich um eine Männchenherde. Also so rein von dem Annäherungsversuch da gerade. Keine Ahnung. Also mit Rindviech kenne ich mich nicht aus, außer dass ich weiß, dass die vier Mägen haben und wie die funktionieren. Weil besagte vier Mägen hat auch ein Reh zum Beispiel. Oder der Hirsch. Ah. Ja, also ich gehe jetzt motiviert duschen und zur Arbeit. Wenn auch heute ein mit etwas Koffein nur funktionierender Arbeitstag. Trotzdem, das hat Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen, das nachmachen. Gerade wenn man Stress hat und eigentlich keine Zeit, so wie ich, und einem nur ein ganz suboptimales Zeitfenster zur Verfügung steht, um so eine Aktion durchzuziehen. Das macht es irgendwie umso besser. Dann so im Nachhinein. Und wenn ihr nachmachen wollt, dürft ihr das gerne tun. Ich bin hier auch durchaus zu schlagen. Ich habe schließlich meine Wurst hier verwendet und habe mir keinen Tee gekocht. Also das sind auf jeden Fall die beiden Dinge. Wenn ihr die noch zusätzlich zu dem anderen Krempel, den ich gemacht habe, macht, dann seid ihr besser. Also bitte, tut euch keinen Zwang an. Und nochmal zum Mitschreiben, die Spielregeln gibt es in der Infobox. Dann wünsche ich guten Morgen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.